Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Zwermann-Analyse. Wir haben in dieser Woche die heiß ersehnten Inflationsdaten aus den USA erhalten und die sind ziemlich gut angekommen am Markt. Wie es gerade aussieht beim DAX, Dow und Co., darüber spreche ich jetzt mit Christoph Zwermann von Zwermann Financial. Herr Zwermann, schön, dass Sie da sind. Ja, wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben einiges zu besprechen. Wichtige Konjunkturdaten haben uns in dieser Woche erreicht aus den USA. Heute zum Beispiel auch die Erzeugerpreise. Und Jerome Powell dürfte sich besonders damit beschäftigen und auch freuen, weil er sieht, seine Maßnahmen haben gefruchtet. Er hat zuletzt ja die Zinsen in den USA immer wieder erhöht, um die Inflation zu bekämpfen. Und das hat geklappt. Die hat sich im Juni nämlich stärker abgeschwächt als erwartet auf 3%. Ja. Wie kam das bei Ihnen an? Ja, ich kann sagen, ich war zwar auch ein bisschen überrascht davon, dass es so tief war, aber die Erwartungen waren ja schon in Richtung 3,5, 3,2. Man hat natürlich jetzt sofort im Blick, dass man sagt, 2% ist das Ziel, ist ja nicht mehr weit. Ja. Mhm. Wobei der Übergang von letztes Jahr Sommer auf dieses Jahr Sommer auch schon ein bisschen so einen Effekt hatte, wo man sagen konnte, jetzt wird die Inflation im Vergleich zum letzten Jahr doch ein ganzes Stück tiefer sein. Mhm. Die Frage ist natürlich jetzt, wird Paul an der Stelle oder die Fed generell darauf reagieren und sagen, wir erhöhen die Zinsen jetzt nicht mehr oder wir machen noch eine Zinsanhebung. Ja. Mhm. Aber ich glaube, er hat ja immer wieder betont, wir werden auf die Daten warten, haben eine Pause gemacht und die Pause haben wir deswegen gemacht, weil wir auf die nächsten Daten warten wollen. Und es könnte ihm natürlich wirklich in die Karten spielen, dass er dann sagen kann, okay, wir sind auf dem besten Weg und warten jetzt auf die nächsten Daten und machen keine weitere Zinsanhebung. Genau das ist ja das, was im Moment die Märkte für meine Begriffe schon im gewissen Rahmen handeln. In der vergangenen Woche sah die Welt hier ja noch ganz anders aus. Da dachte der Markt, okay, vielleicht kommen nicht nur zwei Zinsanhebungen im Jahr 2023, vielleicht kommt auch noch eine dritte. Jetzt geht man davon aus, dass die Zinsen im Juli, also Ende diesen Monats, nochmal erhöht werden und im September bei der Zinssitzung dann eine Pause folgt. Was denken Sie, was wird passieren? Also ich glaube, dass man wirklich diskutieren wird darüber, vielleicht auch in dem Rahmen, wie weit die Märkte von hier aus nach oben laufen. Also er wollte ja auch immer die Märkte etwas bremsen. Ja? Also von der Seite her könnte man also vielleicht mal hier so sehen, wo wir sind. Also sehen ja die Inflationsrate, wie stark sie gefallen ist und wie stark die Zinsen angehoben wurden. Ich habe hier mal so hingeschrieben, high for long. Ja? Also es hieß ja immer higher for longer. Ja? Letzte Sendung noch. Und genau. Ne? Und deswegen ist es ja nun mal der Faktor, wenn es jetzt high for long heißt, dann heißt es zumindest mal, dass wir von hier nicht weiter anheben. Ja? Mhm. Also das wäre so etwas, was sicherlich die Märkte für gut empfinden würden, wenn klar wäre, also in heutigen mehreren Sendungen habe ich gesehen, kam immer wieder das Wort done. Ja? Also die Fed ist sozusagen über den Berg und es ist auch nicht mehr hinter der Kurve, wie man so schön sagt. Sie war die ganze Zeit hinter der Kurve, wenn die Inflationsrate höher war als ihre Zinsen. Kann man jetzt also sehen, dass das jetzt nicht der Fall ist. Und auf der anderen Seite hat man jetzt auch einen positiven Realzins, ja, also was ja sicherlich auch sehr positiv ist. Also von der Seite her die Entwicklung für meine Begriffe, für die Märkte, sowohl die Bondmärkte, die Aktienmärkte mit dem etwas schwächeren Dollar, der jetzt noch dazu kommt, natürlich eine sehr positive globale Entwicklung. Man würde das also, wenn die Rohstoffe jetzt noch mitziehen, als so eine Art globales Risk-on bezeichnen. Ja. Mhm. Auch die Erzeugerpreise, die wir am Donnerstag bekommen haben, sind weniger stark ausgefallen als erwartet. Die gelten ja immer als Vorbote für die Inflation. Dann sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Wir sprechen dann ja auch, wenn es um die nächste FED-Sitzung geht, nochmal miteinander. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den US-Anleihemärkten. Wie haben die denn auf die Konjunkturdaten reagiert? Ja, also wir können es sehen bei den 10-jährigen Renditen. Wir sehen, das war die letzte Woche, als diese Arbeitsmarktdaten am Donnerstag kamen. Und alle Welt sagte, um Himmels Willen, ja, die haben so viele neue Jobs gemacht. Das waren aber die Daten für den ganzen Zeitraum zuvor und nicht die wirklichen Daten von der Regierung, die dann am Freitag kamen, wo es ja eigentlich schon wieder diese, sagen wir mal, Entspannung gab. Jetzt ist diese rote Kerze hier für diese Woche und wir sind aktuell eigentlich schon ein ganzes Stück tiefer, nämlich ungefähr bei 3,75. Das heißt also, der Anleihemarkt reagiert an der Stelle mit Entspannung, ja, wenn keine weiteren Zinsanhebungen kommen. Was natürlich im nächsten Moment tatsächlich in dem Fall festere Bonds, schwächere Renditen eine Unterstützung für die Aktienmärkte darstellt, keine Frage. Also mal rein technisch gesehen sind wir hier auch ein ganzes Stück
also überzogen, sodass die Rendite noch ein ganzes Stück runterkommen kann. Das ist jetzt die 10-Jährige. Ich habe die 2-Jährige habe ich rausgenommen gehabt, weil ich gedacht habe, da haben wir zu viele Charts. Aber es ist natürlich auch etwas, wir waren über 5% und sind jetzt in der Zwischenzeit auf 4,60 zurück, nur von gestern auf heute, was natürlich zeigt, wie intensiv der Effekt auch am kurzen Ende ist bei den 2 Jahren. Was sich dann von der Erwartungshaltung her auf die Fed natürlich zeigt, um zu sagen, ganz kurzfristig, sprich bei der Federal Reserve, geht es wahrscheinlich nicht weiter nach oben. Kommen wir von den Anleihemärkten zu den Aktienmärkten. Beim S&P haben wir gesehen, dass er zuletzt den höchsten Stand seit April 2022 erreicht hat. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Ja, natürlich ist es immer noch ein bisschen von dem Allzeithoch entfernt, aber technisch gesehen, also das habe ich ja hier mal aufgezeigt, also wir sehen hier diese letzten 4 Tage, das sind also jetzt das, was wir jetzt gesehen haben hier an Anstieg, vorher schon im wunderbaren Rhythmus, die kleinen Durchschnitte liegen unten drunter. Wenn wir hier noch ein Stückchen weiterkommen, was ich heute glaube, dass wir ein ganzes Stück weiterkommen, bis auf 4.538 vielleicht bis zum Freitag. Rein technisch gesehen brauchten wir dann eine gewisse Korrektur, vielleicht nochmal zurück zu dieser 4.400. Aber ganz generell glaube ich, dass wir dann in den nächsten Wochen dieses Allzeithoch, was ja hier oben irgendwo ist, bei 4.800 etwas erreichen können. Ja. Also S&P 500, demnächst könnte eine Korrektur folgen. Er könnte vielleicht nochmal auf 4.400 Punkte fallen. Aber dann innerhalb der nächsten Wochen erwarten Sie ein Allzeithoch bei dem Marktbreitenindex. Genau, das Ganze müsste sich nochmal einfach nur noch mal ganz kurz korrigieren, weil wir dann, wenn wir da oben sind, ein Stückchen überkauft sind. Aber generell würde ich niemandem raten, also gegen diese Bewegungen jetzt short zu gehen oder gegen den Markt zu spekulieren. Ja. Sprechen wir über den Dow Jones. Erwarten Sie da auch eine Korrektur, Herr Zwermann? Habe ich schon mal eingezeichnet, also was jetzt sozusagen ein bisschen vorweggenommen ist. Also das wäre jetzt so ungefähr das Ziel von der jetzigen Bewegung für morgen noch oder heute noch. Und dann eine gewisse Korrektur, um dann nachher weiter anzusteigen. Auch da ist es so, wir sind eigentlich noch nicht wirklich groß überkauft. Aber bis zum Freitagabend kann das wirklich noch der Fall sein, weil die Märkte haben doch im Moment ziemliche Dynamik aufgenommen. Also man sieht gestern, der Dow Jones hier mit dieser Kerze war eigentlich relativ negativ, weil er fast die ganzen Tagesgewinne wieder abgegeben hat. Von der Seite her muss er sich da anstrengen, dass er da nach oben wegkommt. Aber das ist beim Nasdaq genauso und die Volatilitäten sind jetzt wieder gefallen. Also von der ganzen Seite her. Amerika hat ein bisschen für meine Begriffe das Problem für den europäischen Anleger, dass der Dollar so schwach geht. Das heißt also, was man hier an den Aktien gewinnt, verliert man teilweise an der Währung. Ist umgekehrt wesentlich besser, würde ich sagen, wenn ein Amerikaner in DAX anlegt, dann gewinnt er am Euro und auch am DAX. Ja. Also ist das Investment in US-Indizes gerade gar nicht so lukrativ, trotz der steigenden Kurse? Also man kann das ja einfach machen, man kann ja den Dollar absichern. Also wenn ich in den USA engagiert wäre, das kann man also auf meiner Internetseite auch nachlesen, seit Wochen sind wir da ganz klar beim Dollar abgesichert, weil ich glaube, dass wir Richtung 1,20 gehen werden. Und dann kann ich keine amerikanische Position haben ohne eine Dollarsicherung. Ja, das wäre also wirklich gefrevelt. www.zwermann-financial.de. Habe ich mir das richtig gemerkt? Einfach zwermann.com, reicht schon. Zwermann.com, da findet man alles. Da muss ich wohl öfter Ihre Seite besuchen. Ja. So. Kommen wir jetzt zum DAX. Da haben Sie auch das Währungspaar Euro-US-Dollar mit eingezeichnet. Der DAX ist jetzt ziemlich stark gelaufen. 4 Gewinntage in Folge haben wir gesehen. Heute könnte es der 5. werden. Am Donnerstagnachmittag steigt der DAX nämlich zeitweise um über 1% an. Jetzt haben Sie aber das Währungspaar Euro-US-Dollar noch mit reingebracht, weil es so attraktiv ist, gerade in den DAX zu investieren, weil der Euro wieder an Stärke gewinnt gegenüber dem US-Dollar oder warum? Ja, einfach auf ganz klar mal die Korrelation hier zu zeigen. Also es ist jetzt ein bisschen kurzfristig gesehen, aber immerhin vom November 2021. Wir haben gesehen, der DAX ist gefallen während dieser ganzen Zeit und der Euro auch. Ja. Und seitdem wir hier bei 0,95 waren, seitdem steigen die beiden zusammen. Das heißt also, man kann fast schon sehen, wie der Euro hier den DAX nach oben schiebt. Also von der Seite, wir waren jetzt hier so ein Stückchen abgetaucht und kommen jetzt da hoch. Und so ein generell schwächerer Dollar macht natürlich auch so insgesamt die Stimmung an den Weltmärkten besser. Das ist für die Emerging Markets noch viel besser, weil es dort wirklich Entspannung gibt. Also von der Seite her, das ist eine Frage von Kapitalfluss, von Kapitalstrom. Und wenn ich dann in den DAX investiere und bekomme beim Euro noch einiges an Prozenten obendrauf, wunderbar. Kommen wir zu unserem nächsten Chartbild. Da haben wir das Währungspaar Euro-US-Dollar nochmal im Fokus. Da sieht man auch, der US,
US-Dollar ist zuletzt etwas unter Druck geraten gegenüber dem Euro oder der Euro hat an Stärke gewonnen. Warum genau ist das so, Herr Zwermann? Ja, also wir sehen jetzt, ist ja ein Monatschart, das ist das bisschen hier bis jetzt im jetzigen Juli. Aber insgesamt mal vom Gesamtbild her sehen wir ja, dass der Euro hier diese Erholung macht, was wir eben in dem anderen Bild auch gesehen haben. Und die Zielgröße, die technische, ist erstmal da oben eine E-Welle bis 1,22. Warum ist das so? Wir sehen, die EZB hat wahrscheinlich noch eine Zinsanhebung vor sich, vielleicht auch noch zwei. Ging so, jetzt auch aus dem, EZB-Protokoll der letzten Sitzung hervor. Genau, da haben die das ja gesagt, dass sie also wahrscheinlich noch mal anheben werden. Das ist der eine Punkt, das ist die eine Seite, sagen wir mal so, und der Dollar ist die andere Seite. Ne? Wenn man jetzt mit dem Dollar davon ausgeht, dass keine Zinsanhebungen mehr kommen, dann ist es natürlich klar, dann ist die Erwartungshaltung verschoben in Richtung Euro. Aber es ist aber auch ein Faktor von einer generellen Dollarschwäche. Es ist nicht jetzt hier sozusagen eine einseitige Eurofestigkeit, sondern wenn man das global sieht, also der Dollar ist heute gegen das Pfund schwach gegangen, gegen Yen schwach gegangen und so weiter. Das heißt also mit anderen Worten, wir haben es mit zwei Seiten zu tun, eine Eurofestigkeit und auf der anderen Seite eine Dollarschwäche, die global zu sehen ist. Ja. Mhm. Fokussieren wir uns jetzt auf den DAX, Herr Zwermann. Ich habe es gerade gesagt, 4 Gewinntage in Folge. Der Donnerstag könnte dann der 5. werden. Also die Erholungsserie beim DAX setzt sich fort. Rechnen Sie damit, dass der DAX auch an dieser Gewinnserie festhält? Ja, er hat also im Moment technisch alles richtig gemacht, könnte man sagen. Also das ist übrigens dieser 5. Tag hier, diese weiße Kerze. Mhm. Das ist der heutige Tag. Also wir sind jetzt in der Zwischenzeit schon ein bisschen höher als das, was da eingezeichnet ist. Aber es hat sich hier technisch extremst viel getan. Wir sehen, wir haben hier so eine Art Schulterkopf-Schulter gehabt nach unten. Ich habe das am Wochenende mal auf meiner Seite und auch in den Mitteilungen für die Kunden geschrieben. Es ging darum, wenn wir dieses Tief hier halten und kommen wieder über diese 15.750 hinweg, steht da Entwarnung. Das heißt also mit anderen Worten, diese Schulterkopf-Schulter hier löst sich dann nach oben auf und gleichzeitig, das ist der heutige Tag, wurde hier der Kopf und die Schulter getrennt. Wenn das der Fall ist, dann ist es so etwas, dass diese Formation sich auflöst und die Zielgröße, die aus dem vorhergegangenen Bereich da war, war 16.510, wäre in dem Fall ein neues Allzeithoch. Mhm. Das ist das letzte Allzeithoch. Das wird jetzt sozusagen ein Stück weiterlaufen, nächsten zwei Tage wahrscheinlich noch und dann kommen wir in eine gewisse Korrektur, weil wir werden dann hier ein Stückchen überkauft sein. Aber ganz generell wunderbar, dass sich das nach oben technisch aufgelöst hat. Also der DAX läuft jetzt erstmal weiter nach oben, dann sehen Sie eine Korrektur und dann aber auch, dass der DAX auf ein neues Allzeithoch über der 16.500-Punkte-Marke steigt. Genau. Wann ist das denn so? Weil gerade sind ja auch viele Anleger wahrscheinlich im Urlaub, oder? Ja, ich meine, die meisten können ja auch aus dem Urlaub heraus reagieren. Aber es könnte ja immer so eine Sommerflaute drohen, glaube ich für dieses Jahr nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass man das, ist ja ein Tageschart, ne? Also man muss sehen, dass es jetzt relativ schnell bewegen wird. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da Wochen Zeit haben, bis wir ein neues Allzeithoch machen. Mhm. Also wenige Wochen bis zum neuen Allzeithoch über der 16.000. Ich würde sagen, wenn man die Korrektur von, wenn das so geht, für nächste Woche Mittwoch, und dann so. Das heißt also in spätestens zwei Wochen, wenn wir uns wieder hier sehen, sind wir wieder oben drüber. Und bei der Korrektur dann einsteigen? Ja, oder man kann das auch jetzt noch machen. Okay. So, Herr Zwermann, der nächste Wert, den wir dabei haben, ist wieder unser Chart Euro-US-Dollar, der Kursverlauf im Vergleich zum Gold. Der Goldpreis ist ja zuletzt etwas angestiegen. Wie rechtfertigen Sie das? Also wir sind jetzt bei 1960, kommen also von 1900. Ja. Also das heißt, auch hier die Korrelation, ne? Der schwächere Dollar schiebt natürlich das Gold nach oben. Das heißt also in dem Fall der festere Euro. Aber da es ja eine generelle Dollarbewegung ist, ist es etwas, was generell das Gold, aber auch die Rohstoffe generell unterstützt. Mhm. Komme ich wieder zu dem Punkt zurück, wenn das so ist, dass wir einen schwächeren Dollar haben, dass wir fallende Zinsen haben. Fallende Zinsen. Zinsen sind immer die Konkurrenz zum Gold. Ja? Das heißt also mit anderen Worten, fallende Zinsen ist das positiv für das Gold. Und wenn wir dann noch steigende Aktienmärkte haben und steigende Bondmärkte, dann haben wir so ein globales Risk-on, wie schon mal gesagt. Und da gehört in dem Fall auch das Gold dazu. Also meine Meinung ist, dass das Gold eigentlich, habe ich auch am Wochenende geschrieben, dieses Hoch von 2080, also nicht von dem Jahr 2080, sondern von 2080, auf jeden Fall rausnehmen wird. Also Sie sind auf jeden Fall bullisch für Gold. Genau. Kommen wir dann zum griechischen Aktienmarkt. Den haben Sie heute mit dabei. Wir haben vor der Sendung auch schon mal darüber gesprochen. Der ist in diesem Jahr schon ziemlich stark gelaufen. Was wollen Sie aber den Anlegern noch dazu sagen?
Also mir geht es darum, dass sehr viele Märkte im Moment auch diese Formation hier haben mit Schulter, Kopf, Schulter und so weiter. Und wir sehen, wenn das mal ausbricht, hier kam es sogar zu einem Pullback in Griechenland, um dann nachher hier nach oben zu laufen. Gleichzeitig mit fallenden Zinsen. Also die griechischen Zinsen kommen ja von weit oben, waren jetzt im Tief bei 3,6%. Also sprich, waren die ganze Zeit sogar für 10 Jahre unter den amerikanischen Zinsen. Das heißt also, fallende Zinsen stärken in dem Fall einen Aktienmarkt. Für die Währung brauchen wir hier nicht zu sprechen, weil das ist alles in Euro. Und hier geht es darum, wenn wir diesen Ausbruch jetzt nehmen, da ist die Zielgröße nicht mehr allzu weit. 1.444 und danach könnte es dann eine gewisse Korrektur geben, aber es ist ja noch ein bisschen Platz. Aber der Markt hat ja immerhin für dieses Jahr schon 40% gemacht. Also mir geht es darum, wenn man ein bisschen mit Technik auch handelt, dann ist es natürlich hier so eine Einladung gewesen, so ein Pullback in dem Fall auch zu kaufen. Ich glaube, dass nicht allzu viele Leute den griechischen Markt wirklich so, sagen wir mal, auf dem Radar haben. Und wenn man die Einladung jetzt verpasst hat, was macht man dann? Trotzdem jetzt noch einsteigen oder die Korrektur abwarten? Also ich würde jetzt erstmal abwarten, weil wir haben im Moment auch den Faktor, die griechischen Zinsen sind schon so tief. Mhm. Wir können eigentlich nicht mehr sehr viel tiefer fallen als das, was wir jetzt haben. Beim Euro ist es ja kein Risiko. Aber man könnte sagen, also wenn es das Ziel da oben erreicht hat, warte ich eine Korrektur ab und kaufe dann etwas. Man kann ja auch vielleicht auf die eine oder andere Einzelaktie eingehen. Aber ist schon eine Erfolgsgeschichte, weil die Inflationsrate in Griechenland ist bei 2,7%. Ja, also im Vergleich zu Gesamteuropa, eines der Länder neben Spanien, was sehr niedrige Inflationsraten hat. So, jetzt haben wir den Yen-Blues. Vorhin hatten wir den Zins-Blues, jetzt hatten wir den Yen-Blues. Hier sehen wir den Chef der japanischen Notenbank, der Bank of Japan. Ja. Und der hält schon sehr, sehr lange an seiner ultralockeren Geldpolitik fest. Was sagen Sie dazu? Also er hält noch nicht so lange daran fest, weil er ist ja erst seit ein paar Wochen im Amt. Ja, aber seine Vorgänger haben das über 20, 30 Jahre geschafft. Ja. Also der Herr Ueda ist ganz neu, wobei er selbst an sich nicht mehr so neu ist. Er ist schon einiges über 70 Jahre alt. Aber er hat ja hier ganz klar gesagt, also low for longer. Ja. Also das heißt mit anderen Worten, er hat sich die ganze Zeit noch nicht in diese Richtung bewegt, zu sagen, ich werde diese Negativzinsen aufheben. Man muss sich einfach vorstellen, die Bank of Japan ist die einzige Bank, also die einzige Zentralbank global, die noch Negativzinsen hat. Insofern ist es natürlich logisch, dass der Yen eines der intensivsten, also die intensivste Carry-Währung ist, also in der man sich verschuldet, um anzulegen. Das heißt also, wenn er sich bewegen würde und würde diese Hand nach oben nehmen, würde sagen, also wir werden demnächst die Zinsen anheben. Er hat ja schon mal so gesagt, also wir müssten vielleicht mal unsere Politik normalisieren. Ja? Und wenn Japaner so etwas sagen, dann wäre ich immer ein bisschen hellhörig, weil dann sagen die also 2 Wochen später auch, haben wir doch gesagt, weil sie machen kein Forward Guidance. Die Bank of Japan ist eine der Banken, die keine Forward Guidance macht. Das heißt also, sie sagt nichts im Voraus an, sondern sie machen dann etwas. Ja? Also von der Seite her ist das eine gewisse Gefahr für die Märkte, falls der Yen fester gehen sollte, speziell gegen den Dollar. Weil dann würden auch die amerikanischen Märkte, die finanziert sind, sozusagen dadurch unter Druck kommen. Wie gefährlich das ist, zeigt dieser Chart. Also wir sehen, hier ist sozusagen der Dollar gestiegen, gestiegen, gestiegen. Das heißt, Yen-Schwäche, Yen-Schwäche, Yen-Schwäche. Hier gab es schon mal so eine Situation und da gingen die Aktienmärkte auch mit runter. Wenn wir jetzt hier unter diese Marke fallen, also 138, dann wäre das nur kein Pullback, sondern es würde durchgehen. Und es wäre auch noch unter der 200-Tage-Linie, die jetzt bei 136,90 ist, dann würde das mit Sicherheit, sagen wir mal, so eine Art orangefarbene Lampe aufleuchten lassen in den Märkten. Und dann wäre ich auch ein bisschen vorsichtiger bei all dem, was die Aktien betrifft, falls es da heraus eine wirkliche globale Bewegung gibt. Das kann nur sozusagen verhindert werden, wenn die Bank of Japan dann wieder sagt, wir machen nichts, wir bleiben bei dem alten Spiel und so weiter. Also von der Seite her geht mir es nur darum, dieses Risiko den Anlegern einfach sozusagen bewusst zu machen und es zu beobachten. Und damit, wenn es darunter geht, vorsichtiger zu sein. Wie relevant ist das Ganze denn wirklich für deutsche Anleger? Sehr. Also das für alle global, weil es gibt natürlich viele Anleger, die auch zum Beispiel im Yen finanziert haben und haben im DAX angelegt oder haben im Yen finanziert und haben Gold gekauft. Also im Grunde genommen war das 2008 auch so. Da ging es über viele Jahre, von 2003 bis 2008, der Dollar-Yen nach oben und brach dann mit der Finanzkrise insgesamt eigentlich zusammen und hat dann eine Parallelspur hinterlassen zu den damaligen Rückgängen der Aktienmärkte.
Herr Zimmermann, jetzt kommen wir zum Aktienmarkt in Mexiko. Das ist Ihr Markt des Jahres. Hier wollten wir noch eine 3 draus machen. 3, oh ja, genau. Ups, so schön habe ich das nicht hinbekommen. Nicht schlimm. Soll eine 3 sein. Soll eine 3 sein. Hier sieht es oben ein bisschen aus wie eine 6, aber es ist eine 3. Haben wir auch nochmal betont. Da sieht man die konjunkturellen Entwicklungen. Warum haben Sie uns die heute mitgebracht? Also mir geht es darum, einfach nur mal ein Beispiel zu bringen für ein Land, Emerging Markets. Man könnte auch Brasilien nehmen und so weiter, wo im Moment die Währungen sehr fest sind, wo die Inflationsraten fallen, wo es jetzt darum geht, obwohl die Konjunktur relativ gut ist, also wir sehen hier Bruttosozialprodukt 3,7% in Mexiko und wir sehen, dass es also gar nicht irgendwie sich abschwächt. Wir sehen zum Beispiel hier den Einkaufsmanager-Index mal verglichen mit den USA. Wir sehen, hier oben ist Mexiko, da unten sind die USA, also das ist wesentlich besser, wesentlich stabiler auch. Ja. Und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt, wenn die Inflationsrate so fällt, wie sie hier fällt, also wir sind da unten bei 5%, dann haben wir diese Erwartungshaltung, das ist jetzt von der JP Morgan und auch von der Zentralbank in Mexiko, das ist die Erwartungshaltung, wie stark die Zinsen fallen werden. Also sprich hier von 11,5% in Richtung 8%. Wenn das der Fall ist, dann ist das also eine wirkliche Mega-Unterstützung für die Anleihen in Mexiko und die Anleihen, die dann den Aktienmarkt unterstützen und durch den Kapitalzustrom, also jeder kann sich, ich habe den leider jetzt rausgenommen, den Chart vom mexikanischen Peso ansehen, der also permanent steigt, also seit Wochen und Monaten, dann ist das Kapitalzufluss, der eigentlich im Moment schon läuft. Ja? Mhm. Das wird sich dann noch eine ganze Zeit lang dementsprechend fortsetzen. Mhm. Aber mit dabei haben wir den mexikanischen Leitindex. Der ist schon sehr gut gelaufen in diesem Jahr insgesamt, aber auch zuletzt, wie wir hier sehen auf dem Chart. Und da haben Sie zu geraten, auch Anfang des Jahres, dass man da auf jeden Fall einen Fokus drauf haben sollte. Was ist denn, wenn man erst jetzt den Fokus drauf legt? Lohnt es sich da noch einzusteigen? Hier haben Sie ja auch eingezeichnet, dass Sie Potenzial sehen. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, also der Einstieg auch jetzt, weil die Zinssenkungen und die Zinsrückgänge, das ist all das, was erst kommen wird. Vielleicht kann ich nur mal so, also rein von dem her, wer sich eben den griechischen Aktienmarkt angeschaut hat, das Bild ist relativ gleich, nur dass es noch nicht ausgebrochen ist. Also wenn wir hier zu diesen 24%, die es bis jetzt gelaufen ist, wie gesagt, inklusive Währungsanstieg gegenüber dem Dollar, dann würden wir hier irgendwo noch mal um die 20% zulegen können, würden dann natürlich über der 57.000 neues Allzeithoch machen. Also von dem her sicherlich etwas, wo ich sage, man hat ein bisschen was verpasst, wenn man Zwerg Financial nicht gelesen hat. Und dann konnte man an dieser Stelle natürlich auch heute noch einsteigen, weil, wie gesagt, die Zinssenkungen stehen erst bevor. Die Bewegung im Bondmarkt ist schon am Laufen. Also wer sich die Anleihen ansieht, der sieht, dass das schon extrem läuft. Hatte ich aber auch die ganze Zeit empfohlen, zu sagen, Anleihen in diesen Emerging Market aus Brasilien, Südafrika, auch Indonesien und so weiter zu kaufen. Einfach aufgrund dessen, dass dort die Zinsen zurückkommen werden. Machen wir weiter mit unserem letzten Wert für heute. Ist ein Einzelwert. Kahoot kommt aus Norwegen. Ja. Hatten Sie auch schon öfter im Fokus und auch schon mal angesprochen. Was macht den Wert für Sie interessant? Also ich finde, dass es erstmal etwas ist, was sozusagen täglich genutzt wird. Ja, also ist ja eine der Lernwerkzeuge, was hauptsächlich in fast allen Schulen benutzt wird. Also meine Tochter sagte mir auch, also wir haben wiederum 2 Stunden heute nur mit Kahoot gemacht. Also es gibt da Multiple-Choice-Programme, Lernprogramme und so weiter, was im Moment auch rein als Apps man sich runterladen kann. Also das heißt, die Nachfrage ist in der Zwischenzeit relativ groß. Das Interessante daran ist halt, übrigens die Norweger Krone ist relativ schwach im Moment. Mit einem steigenden Ölpreis könnte sie steigen. Ja, vielleicht auch noch so ein kleines Goodie dazu. Aber wir sind relativ weit gefallen und haben eine ganz lange Bodenbildung gemacht. Man könnte auch hier so sozusagen hier eine Schulter-Kopf-Schulter einzeichnen, ne? Würde man jetzt auch wieder wunderbar sehen. Und die Zielgröße hier heraus, die jetzt gerade diese Woche am Ausbrechen ist, wäre dann so 42,60. Das wäre das erste Retracement von dem Rückgang. Also von der Seite her rein eine technische Sache, aber auch von dem Fundamentalen her, dass das alles, was sie machen, gebraucht wird. Und vielleicht noch die norwegische Krone dazu. Wenn wir nur bis dahin kommen, sind es auch um die 30%. Herr Zwermann, die Aktie stand ja aber auch schon mal bei 75 norwegischen Kronen, wie Sie dort auch schon auf dem Chart deutlich gemacht haben. Wird die Aktie bald alte Höchststände erreichen? Weil hier ist sie ja wirklich nur seitwärts gelaufen. Rechnen Sie jetzt mit einem Ausbruch nach oben?
Gut, es war also der Hype und so weiter kam also auch ein bisschen da heraus, Corona und so weiter, hat man ja gesagt, also alles, was Schulen war, Homeoffice und so weiter und so fort. Aber das wurde ja alles sozusagen ausgelöscht. Mhm. Aber das tut dem Produkt an sich für meine Begriffe keinen Abbruch oder keine Minderung. Und zum anderen, wie gesagt, also ich halte hier sehr viel von der Technik. Die muss ich ja nicht bis da oben hin verwirklichen. Wenn man hier sagen, 30% verdienen kann, ist ja auch okay. Aber das ist jetzt eine technische Einschätzung. Ja. Fundamental, irgendwelche besonderen Treiber sehen Sie jetzt nicht? Nun gut, also wie gesagt, die Nachfrage ist groß. Ja. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass das Unternehmen extremst viel sozusagen Geld in dem Rahmen verdient, dass man jetzt sagen muss, das explodiert. Weil, aber wie gesagt, das ist jetzt kein Krisenprodukt, was man dort hat, sondern es wird wie in allen Schulen genutzt. Und für meine Begriffe, im Moment baut man ja genau diese Situation oder diese Lernmittel aus. Und von der Seite her wird die Nachfrage nicht zurückgehen. Okay, Herr Zwermann, dann ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, gerne. Zum Einzelwert, aber auch zu vielen Indizes und zu der Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Und in 2 Wochen hoffen wir dann wieder auf Ihre Einschätzung. Werden wir sehen, stehen wir vor den Zentralbankentscheidungen. Da sind wir gespannt. Wunderbar. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse an der Zwermann-Analyse. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal dann auch wieder dabei. Bis dahin ganz viel Spaß und Erfolg beim Investieren. Machen Sie es gut.